Ey, was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Glazed. In der letzten Folge haben wir uns durch diesen angezündeten Wald gekämpft, haben da Celebi getroffen und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Arena, dass wir die auch einfach nochmal hinter uns kriegen. Und ich würde einfach sagen, wir gehen rein. So, also wir haben auf jeden Fall das gleiche Team noch wie in der letzten Folge für die Arena. Weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier alle hintereinander battlen muss oder ob ich die irgendwie dribbeln kann. Ich hoffe mal, ich kann irgendwie jemanden dribbeln. Nee. Nee, nee, nee. Ist auch noch hier ein Double Battle, oder wie? Ja, komm. Ich kann die leider auch nicht einzeln anquatschen. Geht Razzleaf auf beide? Auch bei irgendwie. Jawohl. Schön Razorleaf und hier auch mal nochmal ein. Dann ist ein Tee gekommen. Protect und Razorleaf. Muss ich noch mal einen battlen oder kann ich jetzt durch? Ich muss hier noch mal battlen. Ich muss sie sogar rausziehen. Ja, dann machen wir das kurz. Komm, battle mich. Ach nee, hier unten hätte man durchlaufen können, oder wie? Wish came true. Oh, sie ist ja Flug. Ich bin Boden-Pokémon. Und der crittet einfach. Und macht mir hier ein Half-Life. Beziehungsweise ganz, ganz kritisch. Jane Dance. Wieder ein Crit. Das kann ich mir wieder nicht erzählen, dass die nur critten. Ich hätte hier unten durch müssen, oder? Ah ne, ich kann hier so durch. Ja, okay, dann healen wir jetzt und dann sind wir ready für den Arena-Fight, würde ich sagen. So, hier runter, hier hoch. Und gebe ich noch ein paar Poison Barbs. Wobei die es ja gar nicht brauchen, oder? Also er braucht eher ein Miracle Seed. Er bräuchte eher ein Soft Sand, oder? Jetzt nicht dabei. Komm, dann kriegt er einfach den Hearthstone. So, jetzt kann ich hier mit ihm battlen. Komm, let's go! Clefable? Oh, dann mal ein Leech Seed. So, und dann ein Toxic. So. Kriege ich nämlich immer seine Leftover, kriege ich nämlich jetzt immer schön ab. Perfekt. Und wieder Razorleaf. So, jetzt baiten wir auf. Ah, geil. Oh, Gardevoir. Überlebe ich. Muss wechseln. Rollenkill, der war wichtig, der war wirklich wichtig. Stahlfee haben wir hier. Dann wechseln wir hier. Nice. Hier haben wir wieder Wasser. Dann
Jetzt haben wir auch Klempner. Leech Seed. Voll sitzt. Synthese. So, schon wieder full. Jetzt können wir Toxic setzen. Kein Full Paralyze bis jetzt, auch sehr geil. Razorleaf. Ah, okay. Jetzt eine Synthese. Razorleaf. Ah, jetzt hätte ich Ding mal eine Toxic setzen können. Sehr schön. Schöner Dodge. So, jetzt können wir wieder auf Bodybuilder gehen. Heal Bell. Rocktomb, ich brauche Rocktomb. Fire Blast hat sie gerade eingesetzt. Jetzt muss ich irgendwie vielleicht einen schlauen Sack irgendwie. Sie hat einen Rocktomb, deswegen probiere ich jetzt mal einen Poison Jab. Was poisoned auch noch gut. Ja, ist schon ein guter Sack. So. Er hat eine Speed von 90. Das heißt, mit einem Speed von 90 sollte er jetzt eigentlich hitten. Das ist schade. Die Leftovers halt, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich halt einen Hit... Sie hat einen Call Mind schon. ...142 Special Defense habe ich. Sie hat Call Mind, Heal Bell, Fire Blast und wahrscheinlich... ...und wahrscheinlich eine Ding-Attacke halt, ne? Geh mal auf Tänzer. Protect. Aurasphäre hat sie noch, okay. Aurasphäre, Hell, Healdings, Fire Blast und Call Mind, ne? Aurasphäre. Eier hat sie halt, ne? Gut, aber das juckt mich jetzt eigentlich nicht so hart. Ach, ein Crit. Ey, sowas fuckt mich echt böse ab, Mann. Dass bei sowas halt auch wieder ein Crit kommt, das war klar. Okay. Ja, ein Garados Sack. Ich denke mal, bei den vielen Wasser-Accountern, die wir bis jetzt hatten, kann man sich vielleicht auch wieder ein... Ich wieder meinen Ton aus. Kann man sich vielleicht auch wieder ein Magikarp holen, wenn sich die Encounter doppeln. Von dem her ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Trotzdem natürlich unnötig irgendwo. Dass sie halt die Leftovers immer haben. Das hätte ich halt auch mal gern. Leftovers. Bei denen hatte gerade jeder im Team Leftovers. So, was will ich damit? Hat sie noch Heal Bell? Setzt noch 100 Mal Full Resource ein? Kannst du halt nichts machen. Ja, du kannst halt auch nicht viel machen, ne? Wenn du der Gegner nur Leftover hat und ich halt nicht, dann kannst du auch nicht viel machen. Hier ist jetzt Bills Haus, oder wie? My Home Study. Mhm. So, vielleicht haben wir ja jetzt die Möglichkeit, irgendwie im Untergrund was kaufen zu können. Ja, so nicht. Vielleicht hat er jetzt was anderes. Ja, ich glaube, das mit diesen Leftover war halt auch wieder nur ein Cap. Egal. Wir sind wieder mit einem Full-Team unterwegs und können jetzt wieder Richtung... Ah, jetzt bin ich da voll reingerannt. Ja. Jo, chill mal. Jetzt geht eigentlich jetzt ab.
Dynamic Punch, natürlich bin ich confused. Sie hat eine schlechte Defense. Warum haben alle immer eine schlechte Defense? Sie hat eine gute Defense, aber ist halt weak. Ich kann ihn nicht einfach reinwerfen. Er wird sterben, wenn irgendwas hittet. Ich muss es riskieren. Snapped out of confusion. Okay, jetzt kann ich aber vielleicht stallen. Wieder verwirrt. Ja, jetzt muss ich es riskieren. Protect. Boah, was für ein dummer Fight, wirklich. Schnell healen. Das war wirklich ein dummer Fight. Auch unnötig, den hätte ich eigentlich dribbeln können. So wie ich die ganze Zeit schon. So, hier ist wieder alles gut, oder wie? Alles gelöscht. Ich meine, man muss ja nicht mehr dieses Schneider einsetzen, was auch ganz gut ist. Einfach jetzt durchrushen. Ich habe irgendwie Schiss, dass wir in so random Fights reinlaufen. So. Okay, was gibt's hier unten? Hier gibt's gar kein wildes Gras. Ah, das ist hart. Das ist echt hart. So, hier steht Charcoal Man. Okay, wir können aber auf jeden Fall theoretisch auch direkt ins Gym gehen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge einfach hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, haut rein. Ciao, ciao.